Emma ist ja hier in Deutschland verhältnismäßig neuer Markt, erst jetzt seit gut einem Jahr, im Ausland schon etwas länger. Und ich gucke immer nach den Materialien, die mir das Leben etwas leichter machen, weil Form und Oberfläche bei mir das Thema ist. Und mit Emma habe ich keine Verfärbung, keine Grauverfärbung im Material. Und der Vorteil, es lässt sich sehr, sehr gut beschleifen. Und dementsprechend kann ich eine Oberfläche konzipieren und schleifen, die es nachher mit einem Glanzbrand sehr natürlich ausschauen lässt. Es splittert zum Beispiel für die meisten Techniker sehr wichtig am Kronenrand nicht weg, wenn ich schleife. Es ist wie, als wenn ich Sand wie Kreide beschleife, aber trotzdem eine sehr homogene Fläche habe. Und es ist auch sehr stabil. Wir liegen hier bei fast 500 Megapascal, was doch in der heutigen Zeit nicht außergewöhnlich ist, aber außergewöhnlich ist die Oberfläche.